Ghatashta Yoga. Ghatashta Yoga ist eine andere Bezeichnung für den Hatha Yoga. Ghata heißt Topf und Ashta heißt Weltgegend. Ghatashta Yoga ist der Topf-Yoga oder der Yoga, der sich mit der Weltgegend des Topfes beschäftigt. Und was ist Ghata? In diesem Sinne, Ghata ist der Körper. Der Körper ist wie ein Topf. Der Ghata ist die Weltgegend, wo die Seele sich bewegt. In dem Topf des Körpers, dort befindet sich die Seele. Ghatashta Yoga ist daher der Yoga, der sich mit dem Körper beschäftigt. Und der Ghatashta Yoga ist also der Hatha Yoga. Um den Körper zu einem Gefäß zu machen, also zu einem Ghata, dazu gibt es verschiedene Praktiken. Ghatashta Yoga, also alle möglichen Yoga-Übungen, die man mit dem Körper ausführt. Zum Beispiel Asanas, die Yoga-Stellungen, Pranayama, die Atemübungen, Mudras, die kombinierten Energieübungen, Bandhas, die Verschlüsse, Kriyas, die Reinigungsübungen. All das sind die speziellen Techniken des Ghatashta Yoga, mit dem der physische Körper, der das Gefäß der Seele ist, die Seele in der Weltgegend wirkt, mit dem dieser Körper entwickelt wird, kultiviert wird und letztlich über Asana, Pranayama, Bandha, Mudra, Kriya wird der Körper zu einem guten Ghata, zu einem guten Gefäß der Seele.